Hallo, liebe Freunde des Vitalstoffblogs. Ein Satz beschäftigt mich seit Tagen und ich habe diesen Satz vor wenigen Tagen im Interview mit Dr. Dale Bredesen gehört. Dieses Interview könnt ihr nachsehen, hier im Vitalstoffblog, auf meinem YouTube-Kanal oder auch auf SoundCloud. Dr. Dale Bredesen ist einer der führenden Neurologen und ich habe mit ihm über sein Buch The End of Alzheimer's gesprochen. Und in diesem Interview hat er einen Satz benutzt, wie gesagt, der hat mich jetzt schon seit Tagen beschäftigt. Und dieser Satz lautet: Sie wollen nicht, dass Ihr Organ normal funktioniert. Sie wollen, dass Ihre Organe optimal funktionieren. Der Kontext in diesem Zusammenhang war, dass es darum ging, optimale Versorgung mit bestimmten Vitalstoffen zu erreichen. In diesem Fall ging es ihm insbesondere um Vitamin D, wo er einen Wert im Blut von zwischen 50 und 80 Nanogramm pro Milliliter empfiehlt. Normal ist ein Wert von 30 Nanogramm. Das heißt, wenn ihr zum Hausarzt geht und dieser Hausarzt sich nicht mit Vitalstoffen auskennt, dann wird er sagen, 30 ist ein ausreichender, ein guter Wert, ist alles in Ordnung für eure Vitamin D-Versorgung. Genau das bezweifelt Dr. Bredesen und er sagte zur Begründung, Statistik ist keine physiologische Größe, sondern Statistik ist eine mathematische Größe. Und alles das, was dieser Wert aussagt, dieser Wert von 30, ist, dass dieser Wert innerhalb von zwei Standardabweichungen des Mittelwertes liegt. Das heißt, es werden natürlich für eine solche Ermittlung von Normwerten werden größere Mengen an Proben genommen, Blutproben. Es handelt sich dabei in der Regel um Blutproben von Menschen, die bereits Erkrankungen haben. Diese Blutproben werden eben gemittelt und alles, was im Bereich von zwei Standardabweichungen um diesen Mittelwert liegt, sowohl nach oben wie nach unten, ist dann normal. Und genau da, sagt Bredesen, liegt eines der Probleme der Medizin, der modernen Medizin, wenn es geht darum, dass die Organe tatsächlich eben optimal funktionieren. Jeder, der das kleine Einmaleins beherrscht, beziehungsweise ein bisschen Mathematik, der weiß, dass ein Halb mal ein Halb eben nicht ein Ganzes ist, sondern nur ein Viertel. Und so ist es eben auch mit der Frage der normalen Normwerte. Wenn ich für eine bestimmte pathologische Diagnose einen Normwert zur Hand nehme und mich da an dieses Mittelwertschema halte, das geht zurück auf den alten Mathematiker Gauß mit der Normalverteilungskurve, ihr wisst das ja, dann ist das so eine birnenförmige, so eine bauchige Abbildung. Und da sieht man dann eben, wo die meisten Fälle liegen. Es gibt noch am Rand ein paar Ausreißer und in der Mitte ist der große Bauch und eben zwei Standardabweichungen von dem Mittelwert. Das ist dann alles noch, was normal gilt. So, und wenn da ein von diesem Mittelwert, der eh schon in der Regel von Kranken, also von Blutproben von Menschen mit Erkrankungen zustande gekommen ist und nicht von Gesunden, wenn da zwei Standardabweichungen noch als Toleranz hinzugenommen werden, dann ist das, als wenn ich stattdessen, wenn ich 1 mit 2 multipliziere, dann habe ich wenigstens noch einen Faktor. Wenn ich das aber nur mit 1,5 multipliziere, dann teile ich das Ganze, was dann da letztendlich übrig bleibt. Und genau so ist es, wenn ich dann mehrere Funktionen im Körper habe und ich habe mehrere Funktionen im Körper dauerhaft laufen. Das ist eben ein sehr, sehr, sehr komplexes Gebilde unserer Gesundheit. Dann kann das eben sehr schnell passieren, dass in einer solchen Situation nicht mehr genug übrig bleibt, um alles optimal ablaufen zu lassen. Bruce Ames, ebenfalls ein Name, den ihr hier auf diesem Blog schon öfters gehört habt, er hat ja dazu diese Theorie der Triage entwickelt und das heißt, dass der Körper selbst entscheidet, wo er seine Prioritäten setzt und die erste Priorität ist auf die Erhaltung der Vitalfunktionen gelegt, die zweite Priorität ist auf die Fortpflanzung der Art gelegt und die Priorität des langen, gesunden Lebens ist in dieser Frage sehr niedrig angesiedelt. Das heißt, nur wenn alles wirklich optimal vorhanden ist, dann hat der Körper durchaus auch Bereitschaft, Anführungszeichen, das ist natürlich jetzt eine sehr bildliche Sprache,
und keine exakte Sprache. Aber um das Bild mal zu verdeutlichen, dann hat der Körper tatsächlich dann auch die Bereitschaft, für ein langes und gesundes Leben zu sorgen. Hat er nicht alles, muss er Kompromisse machen. Und diese Kompromisse führen dann dazu, dass bestimmte Prozesse nicht mehr optimal laufen. Darauf hat Bredesen hingewiesen und das wollte ich euch hier an dieser Stelle nochmal weitergeben. Orthomolekularmedizin, das ist ja das, was die Vitalstoffmedizin letztendlich ist. Das ist die Medizin, wo alles optimal funktionieren soll. Functional Medicine ist ein Begriff, der im Amerikanischen, im Englischen sehr verwandt ist. Auch da geht es darum, wenn etwas nicht mehr vernünftig läuft, zu schauen, was sind da die Ursachen, wie kann man die wieder beheben, und zwar durch die Betrachtung der natürlichen Grundlagen der Funktionen, um die es geht, und nicht durch synthetische Medikamente per se, nicht durch symptomatische Behandlung, sondern durch die Behandlung der natürlichen Grundlagen, durch die Optimierung der Versorgung eben in ganz erheblichem Maße. Ja, jetzt wisst ihr, was mich in den letzten Tagen beschäftigt hat. Ich gebe es euch mal mit und ich hoffe, dass ihr da auch das eine oder andere an Erkenntnissen rauszieht. Orthomolekulare Medizin heißt nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass ihr, euer Körper, eure Organe jederzeit optimal versorgt sind. Und das heißt, wenn ich schon da Normwerte oder Referenzwerte hinzuziehe, dann sollten sich diese Referenzwerte auf Daten stützen, die nicht schon per se von letztendlich kranken Verhältnissen ausgehen. Das heißt, das sollten dann eben die besagten Spitzensportler sein. Dr. Bredesen sagt, er rät seinen Patienten, in dem Fall sind es Alzheimer-Patienten, aber das gilt letztendlich für alle Bereiche. Er rät ihnen, Werte anzustreben, die im Bereich der Spitzensportler liegen, weil wir wollen, dass unsere Organe nicht normal, sondern optimal funktionieren. In diesem Sinne, euch einen sonnigen Tag, bleibt gesund, bis bald. Tschüss.